Habe ich mir endlich Nochmal. zugelegt. WhatsApp hab ich mir endlich zugelegt, ne? Was ist das? Das ist eine App, wo man schreiben kann. WhatsApp, ne? So. Ach. Hä? Ach, hast du Ja, ich habe geschickert? dir auch ein Bild geschickt, ne? Ja, Genau. okay. Die hast du dir zugelegt. Ah. Von dem Hermione Gerichtsprojekt, ne? Granger, Harry Squatter, Mhm. The Boy Who Lifted und Albus Dumbledore, ne? Genau. Nice. Let's fucking go. Ja. Ja, ist doch ganz nice so. Als Minifigürche. Naja. Gefällt, gefällt. Ich bin hier, du bist da. Da, da, da. Ich habe ein Das ist Déjà-vu. wie so ein Autogeschütz, ne? Was du nicht trifft einfach. Ist echt so. Oh. Oh, neue Cutscene. Oh. Oh. Es sieht nicht gut aus für ihn, muss ich sagen. Aber sie ist erhält noch eine Waffe, also ganz AFK ist er nicht. Alter, komm schon. Die mache ich alle kalt. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören! Aber das kennen das wir. Das ist Rachel! Ja. King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual. Wiederholen, over. Nur halt mit dem. Ja. King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual. Hören Sie mich, over! Fuck! Lass mich hier! Lass mich hier lassen. Nein, nein, wir nehmen den mit. Ob der will oder nicht. Lass ja. mich hier. Lass. Ich halte sie auf. Fuck, Mervyn, das sind keine Iraker. Egal, was sie sind, ich krieg sie. Los. Ich lasse niemanden zurück. Ich lasse niemanden zurück. Richtig. Auf keinen Fall. Dann sterbt ihr mit mir. Dann sterben wir mit ihm. Also, das Nice. nehmen wir auf jeden Fall in Kauf. Der lebt ja noch. Also, die Szene, das wird auf jeden Fall interessant, wenn wir den gleich sehen. Weil die müssen ja da oben rauskommen, ne? Ja. Kann hier auch Aber wir sind nicht so dann wahrscheinlich einfach schon tot. sein. Ja. Bin ich mal gespannt. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Einfach Ja, nichts wofür? tun. Ich Wofür bin willst wohl du dich weg. entscheiden? So? Er hat uns gesehen. Lauf! Ah! Er hat uns Aha. gesehen, noch schlimmer, ne? Ja. Rachel! Tschüss! Direkt. Hab dich, Rachel. Hab dich. Ja, wir werden jetzt beide in den Tod schlitzen, weil ich drück ja nichts. Ja. Ich mach ja, ich bin nicht blöd. Ich werde dich nicht festhalten können. Die rutscht direkt durch. Zack. Let's go. Jetzt reißt das Seil einfach direkt, ne? Hör auf zu zappeln. Ich glaube, das ist sogar wahrscheinlich so. Ich rutsch immer weiter runter, also theoretisch müsste ich mit ins Tod stürzen. Komme! Das ist auch so, wenn ich nichts tue, fängt hier noch mehr an zu zappeln. Ja. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts! Zu dunkel! Darkness! Komm schon! Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Tut mir so leid, Rachel. Okay, jetzt wird er dich wahrscheinlich abschneiden, aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Ja. Nö, ich mach das nicht. Du kannst dir selber abstechen hier. Guck mich, das geht nicht. Ich kann mich nicht selber abstechen. Oh, da kommen die Leute. Oh. Ah. Jetzt müssten wir jetzt zu Ja, dritt Buddy. sein. Oh, der da.
Das ist neu. Alter. Oh, da wurde ich getroffen. Ärgerlich. Alter. Oh. Eieieiei. Alter. Ich glaube, ich mach's nicht lang. Okay, das war's tatsächlich mit mir. Ich komme. Lebt der noch? Junge. Er lacht einfach. Ja. Alter, okay, krass. Er ist also der Erste. Also ich hätte es dodgen können, ne? Aber das wäre interessant geworden, das zu dodgen. Weil wir nicht wissen, was passiert, wenn der auf dich schießt, weil der die gesehen hat, ne? Ja. Ich hatte letztens im Übrigen gesehen, es gibt so ein Gift, da gehen alle Kerzen gleichzeitig aus. Seelen gestürzt. Wow. Ein Leben. Und da steht dann so drunter, wenn du alle gleichzeitig verlierst. Alle Chaos. Vielleicht am Ende. Scheint, als ne? habe sich die Lage plötzlich verschlechtert. Wenn im Showdown alle sterben. Stimmt. Zumindest war Erics Ableben nicht unehrenhaft. Er starb, wie es ein Soldat tun sollte. Was ist mit Jason und Nick? Die sterben auch noch. Brüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Wenn der Flapsi ganz am Ende leben würde, wäre so nice. Jeder für sich selbst. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Es ist unvermeidlich, dass manche Lichter flackern und erlöschen. Wie lange die übrigen weiterstrahlen, liegt nur an ihnen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Oh. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Das hatten wir beim letzten Mal gar nicht, ne? Ja, den Tipp, ne? Ich würde nichts sagen. Nun gut. Zumindest ist es allein Ihre Schuld, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie beabsichtigt waren. Doch, doch. Die werden so laufen, wie sie beabsichtigt sind. Genau. Das wäre alles fürs Erste. Also wenn die überleben, machen wir es falsch. Oder das Spiel ist sehr nett. Also, dann muss das Spiel schon sehr nett sein. 19.935 Uhr. Alter. Ja, das wird... Still alive. Jawohl, das der lebt ja noch. Ich hätte sie gekillt. Natürlich. Ganz sicher doch, Corporal. Aber wir bleiben zusammen. Wir haben einfach einen Random gerettet, ne? Einen Nicht-Hauptcharakter. Ja. Einfach einen Statist dabei. Safe des Statist. Früchte, ne? Es ist der Kran. Fuck, er ist tot. Hilft da, ja. Wie das aussieht halt, ne? Der macht Saruman alle Ehre. Ganz ehrlich, er war schon totgeweiht, als wir aus dem Heli raus sind. Denkst du, Rachel war bei ihm? Alter. Ich weiß nicht, Kumpel. Hey, wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen uns erstmal irgendwo verschanzen. Sie verfolgen uns. Sie kommen. Sie kommen, sie kommen. Gehen wir! Unmöglich. Das ist übel witzig, dass der jetzt noch lebt. Ist ja alles neu jetzt hier. Wenn der da gleich sitzen bleibt, wird der, kann der Dings aufhalten, den da. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Wie zur Hölle kommen wir hier raus?
Hat der gerade Joey, melde dich over, gefragt? Der ist doch oben schon gestorben, weil der erschossen wurde. Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Schade, dass ich mitbekommen. Stimmt, kann gut sein. Statuen. Nick, speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Wären wir doch nur im Heli geblieben. Das hier unten ist schlimmer als alles, was wir je erlebt haben. Ganz eindeutig. Ob wir wohl bestraft werden? Für unsere Sünden? Ob wir bestraft werden? Ja. Das ist eine gute Frage. Finden wir die anderen. Wir sind sicher nicht allein hier. Wir finden die anderen. Und dann gibt es Rache. Ura. Lol, wie schnell sich der Kopf gerade von dem bewegt hat. Wie schnell der umhergeguckt hat, der Nick. Sehen wir uns das an. Krank. Mervyn bleibt hier. Ernsthaft jetzt? Licht geht außen, der geht auf 300 km/h. Das Ding überprüfen. Lass den Kollegen da liegen, ne? Ich wollte auch gerade erstmal nach den Kollegen gucken. Der sah nämlich nicht mehr so frisch aus. Oh, er bewegt sich noch. Ja. Alles gut. Ah, schönes Ding. Du hältst die Stellung, mein Junge. Genau. Ja, der kann nachher den da aufhalten. Theoretisch, wenn der da jetzt liegen bleibt. Aber wird der wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erschießt er den. Und dann war's das mit dem. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben. Rechts ist ein Viech normalerweise. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Oha. Eric hat seinen Fehler teuer bezahlen müssen. Wartet. Geht er allen so? Der ist tot. Jetzt darf man doch nicht mehr über den Sport nachdenken. Ja, ne? Sehen wir mal nach. Direkt wieder zum Missionsgegenstand, ne? Schon dabei. Jetzt würde ich ja eigentlich wieder über dich lästern. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halt Ausschau. Da. Shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Voll unfair, der kann einfach an Orte gehen, wo wir als Spieler nicht hin können. Verstanden. Ja. Ich meine, die Tür ist doch versperrt. Wie ist der da hingekommen? Ist da hinten immer noch. Ja. Kommen wir wieder. An wen geben wir jetzt die ganzen Nachrichten eigentlich die ganze Zeit raus, wenn Eric tot ist? Mit den Sprengfallen hier und so. Sterbe ich jetzt? Könnte sein, dass ich jetzt draufgehe. Oh. Ich lauf vor. Das heißt jetzt nichts. Komm. Doch, anscheinend schon. Ja. Viel Spaß. Achtung! Aha. Man hat nochmal Glück gehabt. Oh, jetzt sieht das direkt viel gruseliger aus, wenn das Licht die ganze Zeit so flackert. Zu knapp. Das waren sicher die Iraker. Ach, denkst du? Und ich dachte, die Monster legen überall Bomben. Oh, hab's genommen. Ja. Ich sag mal, man Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ne? Ich schaff's nicht. Da, dein Gewehr fliegt wieder in der Luft rum, nice. Hä? Aber bitte nicht schießen, ja? Sonst bin ich tot. Das fliegt immer noch dran rum. Okay, jetzt nicht mehr. Er könnte uns unten auflauern. Shh. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Shh. Leise. Meine Falle. Vielleicht auch nicht. Ich werde keinen mehr zurücklassen. Natürlich. Ja, ist noch immer gut hier, ne? Es hätte noch immer gut hier, ja.
So. Jetzt geht's wieder. Ja, du bist jetzt Salim, ne? Vielleicht gehst du ja jetzt schon drauf. Der Slayer wird zum ersten Mal geslayt. Ja, könnte gut sein. Ich habe ja immer die die entspannten Parts hier. Ich muss meistens nur laufen. Hörst du Joy noch? Ja. Bleib auf der Hut vor Gefahren, wird mir gesagt. Ne? Joey, hörst du mich? Bitte vor welcher Gefahr? Ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Waffen prüfen. Nichts dem Zufall überlassen. Hier stimmt was nicht. Na, zurück kann man nicht mehr. Wir sollten nicht hier sein. Eieiei. Falle ich jetzt einfach runter? Konzentrier dich. Lass dich nicht irre machen. Gut aufpassen. Ist das Blut? Er ist schwer verletzt. Das ist jedenfalls sicher. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Lol. Die Statisten-Amis retten mich. Oha. Leucht. Die werden nicht zermatscht, sondern... die ballern zu dritt auf das Vieh. Vielleicht ist er nicht allein. Also ich werde jetzt natürlich in die Falle von dem da laufen, ne? Joey, bist du das? Ah, jetzt werden sie hops genommen. Und hier vorne liegt ja auch Medizin. Damit kann man die eine vielleicht verarzten. Vielleicht ist das die Medizin, ja, von der die immer redet. Ja. Hast du die Möglichkeit, das mitzunehmen? Nick ist schon getroffen. Schon wieder an der Schulter, der wird sehr oft an der Schulter verletzt. Jason wurde an der anderen Schulter angeschossen. Und jetzt wirft er die Granate. Oh. Hier Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Oh nein. Oh, kann sein, dass Nick jetzt stirbt. Wird auf einen Spieler gewartet. Ja, ich bin jetzt da. Dabei ging meine Szene auch schneller jetzt, weil ich nichts gepackt habe. Ja. Ich frag mich direkt noch, umbringen. Ja. Ich frage mich noch, was machen wir mit der Frau? Weil wenn ich die einfach zurücklasse, dann... oder nicht mit der spreche und... also nicht mit der sprechen geht, glaube ich, aber die zurücklassen... damit muss ich mich gut mit der gesinnen erstmal. Und dann können wir die abknallen. Theoretisch, ja. Mhm. Oder sie retten. Ich weiß nicht, ob man die retten kann. Kein Wort. Vielleicht. Wenn du weißt, wo die Medizin ist und man kann zwischendrin da nochmal zurückgehen. Sie reagieren. Nee, aber ich kann die mitnehmen. Aber die hat ganz am Ende die Rachel bekommen. Und die hat dann das Ding ja auch ausgekotzt oder so, glaube ich. Als wir dann nachher in diesem Raum waren, wo wir wieder Orgel spielen. Selbst ein Druck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Aber die sind, glaube ich, unabhängig voneinander. Wir schaffen das zusammen.
Okay. Aber das ist das Medipack, was ich meine. Mhm. Keine Entscheidung wieder treffen, ne? Das so. Ja. Was ist der Plan? Ah, meiner ruft mir ja. Er hat den nachgerufen. Aber so, pst, was ist der Plan? Ja, ja. Keine Ahnung. Ach, gesehen so. Ja, wir machen ihn einfach fertig. Geht los. Jetzt werde ich endlich mal lauter langstaffen, ne? Ja. Oh, der auch. Ja. Das wird ein lustiger Fight, du gesagt, ja. Mal gucken, ob man sich gegenseitig deckt. Einen Ton gemacht. Stimmt, wir lenken den immer gegenseitig ab mit unserer Lautstärke. Ja, so geht's auch, ne? Meine Richtung. Huch, ah, jetzt soll ich einen Stein werfen. Ablenken, verstecken? Ne, ich mach nix. Ich mach nix. Ich treffe hier doch keine Entscheidung. Ja. Ich werfe jetzt natürlich nicht den Stein, ne? Wahrscheinlich. Ah, jetzt muss ich atmen. Mal gucken. Oh, das ist antiklimatisch natürlich. Ja. Das ist ja ganz schnell an. Oder? Jason kommt angerufen. Es ist eine ganz schwere Entscheidung, da muss ich ganz, ganz lange drüber nachdenken. Halt einer zur Hilfe. Ich geh. Ist echt, der nimmt halt einfach die Waffe. Auf mich. Ich will euch nichts tun. Oh, wenn ich dich erschießen kann, dann muss ich schießen. Runter mit der Scheißwaffe jetzt sofort! Nein, erst ihr, dann ich. Tut mir leid, Salim. Sonst war's das für dich. Drück ab und ich schwöre bei Alibaba und den 40 Räubern, es ist das allerletzte, was du tust. Lass mich doch nicht von einem schießwütigen. Ja, wir werden beide schießen müssen. Ja. Der jetzt erst schießt, so. Steht! Der Nick ist so useless, der hat die ganze Zeit nichts gemacht, ne? Ja. Alter, der wurde zum dritten Mal angeschossen am Arm, der Jason, da rechts, links, rechts, ne? Der muss so viele Kugeln schon durch sich oder in sich stecken haben, ne? Die durchgegangen sind oder in sich stecken. In sich, in ihm. Oh, du bist Rachel. Geil, jetzt wird. Hä, geil! Die Szene ohne Eric habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Liegt jetzt Rachel oder was? Nee. Ich sehe eine Szene ohne Eric. Ah, der steht eigentlich im Headquarter und guckt dann über die Kamera und so. Und ich habe gerade die Kamera aufgebaut und im Headquarter ist einfach niemand. Oh. Das war der letzte. Ja, du spielst Jason. Sollte sie erstmal aufhalten. Ja. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Ich schulde dir was, Mann. Ich hätte niemanden lieber an meiner Seite. Komm schon. Oh, wie geil. Der Nick so, danke dir, Mann. Ich hätte niemanden lieber an meiner Seite. Ne? Und dann, der Jason guckt ihn nur an und dann geht er weg. Ich frag mich, wie viele. Und der Nick so, komm schon. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Ich leg's jetzt hier mal drauf an mit der Rage. Das kann sein, dass ich gleich hier. Die Menschen hier wollten konfrontiert werde. Mhm. Ich weiche nicht dem Blubbern aus, sondern folgt dem Blubbern. Dafür gibt's keine gute Erklärung. Vergiss es. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten.
und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. So, dass dies jetzt Blut überströmt, Eric ist nett und wird jetzt richtig fertig gemacht. Ja. So, ich gehe mal Sprengstoff in der Mitte platzieren, ne? Mhm. Wichtig. Gibt so viele Hinweise zu entdecken, alle geskippt. Wichtig. So nah war ich der Hölle noch nie. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahtet die Mitte. Sehr gut. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen aber sind die Animation mit der Seelensuppe und alles hier ist schon eine coole Atmosphäre. Ich will die Wahrheit, Jason. Kannst du ich dir hab sie erschossen, geben, ja. Das quält mich. Stimmt, stimmt. Willst du mir ernsthaft müsste ich mir auch reinziehen, dass es dir nichts ne? Ja. Ist schon nice. Willst du etwa sagen, dass es dir nichts ausmacht? Und er sagt nichts. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Oh, jetzt wird's ernst. Seit 3 Wochen. Scharf. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Oh Mann. Oh, ich sehe den Dude. Der liegt irgendwie in der Mitte auf dem Boden. Oh nein. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt umgebracht. Nein. Ich will nicht. Gib es einfach her. Ah, meinst du unseren japanischen Freund? Mhm. Eine Leitung nach draußen? Damn. Vielleicht geht der Funk noch. Ah. Dann könnten wir Hilfe rufen. Er hat irgendwie gesagt. Ach nee, der da ist an dem Vorbeipfeifen vorbeigegangen. Er hat gesagt, nein, ich will nicht. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Und da ist er eingeschlafen. Oder gestorben. Ich weiß nicht. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Okay. Funktionieren sie noch? Oh, ich frage mich, was ich mit der Clarice mache, ne? Oh,
Aufschluss. Würde nicht gerne rausklettern, um sie zu erwinnen oder abweisen. Das wird jetzt auch interessant hier. Was soll das, Joey? Joey fällt ja jetzt Jason an. Und ich krieg den ja jetzt nicht runtergestoßen, der wird auch nicht verbrannt. Scheiße, Joey, ich bin's! Scheiße! Knall ihn endlich ab! Ich kann nicht schießen! Okay, die haben den einfach abgeknallt. Noch so ein bisschen Prügelei. Und dann ist er jetzt trotzdem runtergefallen, der Joey. Verwirrend irgendwie.